Wenn wir uns mal einzelne Chondren angucken und deren seltene Erdmuster, dann erkennen wir, dass diese seltenen Erdmuster in der Regel flach sind, unfraktioniert. Und das ist, was in diesem Diagramm dargestellt ist. Das sieht jetzt hier ein bisschen einigermaßen wild aus, weil insgesamt die Muster von 400 Chondren eingetragen sind. Schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Also da ist ein Kategorieplot, auf der X-Achse sind die Kategorien dargestellt, in dem Fall sind das die seltenen Erden. Auf der Y-Achse ist die Konzentration aufgetragen, normalisiert auf CI-Chondrite. Wichtig ist jetzt hier, dass die Y-Achse eine lineare Skalierung hat. Seltene Erden werden oftmals logarithmisch dargestellt, weil die Unterschiede, die Fraktionierung zwischen zum Beispiel den schweren und leichten seltenen Erden so stark sind. Und genau das sieht man hier nicht. Es gibt keine starken Fraktionierungen zwischen schweren und leichten seltenen Erden, sondern die Muster sind in der Regel mit sehr leichten Abweichungen, aber an sich doch wirklich relativ flach. Und das ist die Feststellung hier. Seltene Erdmuster von Chondren sind flach. Sie sind außerdem leicht angereichert gegenüber CI. Also CI ist hier bei 1. Das heißt, in der Regel sind die angereichert um einen Faktor vielleicht von 1,5. Das bedeutet, zunächst mal auf die flachen seltenen Erden eingegangen, das Material, aus dem die Chondren entstanden sind, war nicht fraktioniert. Es kann also kein Material sein, das vielleicht in einem großen Schmelzkörper entstanden ist, auf einem größeren planetaren Körper, bei dem dann Entzug von Material stattgefunden hat. Hätte es stattgefunden, würden wir Ähnliches beobachten wie auf der Erde, dass man Muster hat, die entweder so aussehen oder eben umgekehrt so aussehen. Und das ist nicht der Fall, die sind alle flach. Zusätzlich sind sie leicht angereichert. Das kann darauf hindeuten, dass die Chondren oder die Chondren enthalten ja insgesamt eher die Hochtemperaturkomponenten. Von daher ist es auch zu erwarten, dass die refraktären seltenen Erden dort auch angereichert sind. Es ist aber nicht so, dass das jetzt hauptsächlich CAI-Material wäre, was wir dort beobachten. Denn CAIs haben selbst oft fraktionierte Muster, die sich dann hier vielleicht rein vererben würden. Beobachten wir nicht, beziehungsweise man kann es bei manchen Chondren beobachten, in der Regel aber nicht. Das heißt, die Zufuhr an oder der Beitrag an CAIs kann hier nicht zu hoch gewesen sein. Angenommen, uns würde jetzt vielleicht ein paar mehr Details interessieren oder so, dann könnten wir in MetBase gehen und hier die Komponentendatenbank auswählen und sagen wir mal vielleicht die CV-Chondrite und wählen hier unten einen Kategorieplot aus. Ist schon seltene Erden auch schon ausgewählt, da muss ich nur noch plotten. Und dann sehe ich hier die seltenen Erdelemente von den CV-Chondriten hier in Blau. Sind Komponenten, deshalb steht es C in der Legende, dahinter ist noch im Blau, sind noch in Orange sind die CV-Chondrite, die Chondren daraus, im Blau ist ein Balk, Meteorite. Auch hier kann man eben sofort sehen, dass die in der Regel alle sehr flach sind. Vielleicht die einigen, die hier vorne sehr stark hochgehen, die Muster, wobei manche Elemente offenbar nicht gemessen wurden, das könnten vielleicht dann Chondren sein, in denen gewisse CAIs mit eingeschlossen wurden. Es gibt CAI-Muster, die in den leichten seltenen Erden sehr stark angereichert sind. Also das wäre was, was wir dort erkennen könnten. Also wenn wir dann Details angucken wollen, können wir hier in MetBase natürlich auch nochmal die ganzen verschiedenen Meteorite nachgucken. Die hauptsächliche Erkenntnis ist hier, seltene Erdmuster in Chondren sind in der Regel flach. Deshalb muss das Material aus dem Chondren entstanden sein, wahrscheinlich primitiv gewesen sein, da es auch unfraktioniert gewesen ist und es muss leicht angereichert gewesen sein an refraktären Komponenten.